Also befreien wir die Sklaven. Open the door. Freiheit! Sprich. Ja, sprich. Ich spreche doch die ganze Zeit. Mögest du auf warmem Sand wandeln. Auf warmem Sand wandeln, aber... Wir sind hier auf Wadenfell, nicht in Elsweer. Hier gibt es keine Sand. Hier gibt's Asche. Du ehrst mich, geehrter Gast. So seid ihr jetzt alle frei. Einen heißen Tag wünsche ich dir. Ihr habt mich befreit, Chiki. Gehört ihr die Zwillingsfackeln an? Was sind die Zwillingsfackeln? Ihr wisst es nicht? Marzahn war sich sicher. Doch ihr solltet ein Mitglied sein. Wenn ihr Marzahn fragt, habt ihr die Zwillingsfackeln gesehen, dann sagt ihr, sie leuchten den Weg in die Freiheit. Freiheit, wenn der Khajiit mich durchlässt. Saraji, kommt! Ich leuchte euch den Weg in die Freiheit! Freiheit! Freude schöner Götterfunken und so. Hier ist die Freiheit! Hier ist die Freiheit! Freiheit! Hier. Fackel, bleib sitzen! So, da ist die Freiheit. Molag Amor. Und die Sonne geht auf. Knappleon. Das musste ich jetzt bringen. Was? Nein. Geh weg, du bist kein Knappleon. Knackleon-Syndrom. Oh weh! Oh weh! Das arme Fischlein. Erlösen wir dich von deinen Qualen. Befester, wieso? Ach. Was sehen meine Augen da? Auf jeden Fall ein Dätroff. Und das andere Ding? Ein Alit? Yay, ich hab richtig geraten. Ich bin so pro, ey. Der Tropf. So pro, dass meine Levitation wegläuft. Die Levitation will nur was für Noobs Ding offen haben. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ne, Murmeltier? Wie geht's dir denn so? Egal, wie es dir geht, du bist jetzt an einem besseren Ort. Aber sowas von... Böse kleine Bohnen, die Chicken ärgern. Ach, das schöne Morrowind-Main-Theme. Irgendwo ein Dungeon in der Nähe. Dreloth angruft. Das war nicht die Angruft, die ich eigentlich suche. Könnte mein Mana wieder auffrischen. Ah, was haben wir denn in der Angruft drin? Skelette. Hallo Skelett. Tschüss Skelett. Ich hab Tschüss gesagt! Tschüss! Wieso ist meine Gesundheit so vergewaltigt?
Oh, egal. Scheiß drauf, ey! Ich habe über 100 Gesundheitswiederherstellungstränke, also daran soll es nicht liegen. Verschlossen. Was machen wir da jetzt? Wir haben keine Möglichkeit, das Schloss aufzubrechen. Oh, das Schloss ist zufällig aufgegangen. Wie ist denn das nur passiert? Mein göttlich... Habe ich erstmal die Seele nicht bekommen. Er hat widerstanden. Also letzte Mal am Anfang dieser Aufnahmesession. Speichern. Ich habe eine goldene heilige Seele. Gut, dass ich hier reingegangen bin. Speichern, speichern. Fünffach speichern. Auf 90 Speicherstände. Ich wollte schon 72 schreiben. Ich konnte mich noch zurückhalten. Jan Schelle ans Spiel. So. Oh, ja, am besten nehme ich überhaupt gar nichts mehr auf. Ach je, Chicken fühlt sich irgendwie verarscht. Alles, was ich aufhebe, totale Zerstörung. Ich kann es gerade so noch tragen. Jetzt bin ich wirklich überlastet. Hey Chicken, warum schleppst du so viel Zeug mit dir rum? Bin kleptomanisch veranlagt, wenn ich die Welt in Videospielen mal wieder rette. Kreatur besänftigen. Ein Pfeil. Und dazu noch Beinschienen. Bethesda hat damals schon The Arrow to the Knee Witz gebracht. Schlamm. Ah, Bethesda. Hallo Skelett, tschüss Skelett. Ich hab tschüss gesagt, das heißt so viel wie stirbt doch einfach nur. Also wenn ihr euch von jemandem mit tschüss verabschiedet, stellt euch darauf ein, dass ihr ihn nie wieder seht. Wieso nehmen wir eigentlich Knochendinger mit? Knochenmehl. Ich weiß es nicht. In die Schulter jetzt ein Pfeil. Bethesda? Was soll das? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Goldene Heilige! Ich habe alle Seele! Aber wir Tür offen lassen. Levitation! Immer 50 Mal speichern. Das ist der Clou. Ja. Der Clou. War die Gruft nicht hier eigentlich in der Nähe, die ich suche eigentlich? Eigentlich. Was war das gerade? Für ein Geräusch. Das ist ein Klippenläufer. Irgendwo hier in der Gegend ist die Gruft, zu der ich eigentlich hin will. Klippenläufer. Klippenläufer, ich kann ihn nicht ignorieren. Wo ist er? Er kommt mir schon entgegengeflogen. So. Hm.
Einfach weitersuchen. Ticken, du wirst es schon irgendwann finden. Und wenn nicht, scheiß drauf. Scheiß drauf, ey! Aschländer. Geächtete. Tetra, Schrein, Dinger. Und wenn wir es nicht finden, ist auch egal. Wir sind hinten nur so ein komisches Felsformationsding. Blabla, hallo Klippenläufer. Hallo Klippenläufer. Hallo gesagt. Und was denn hinspulle? Wenn ich vorhin beschissen habe. Ne? Ich habe ihn angekackt. Ist denn überhaupt eine Gruft? Ich habe irgendjemanden Zorns erweckt. Wer? So Quarmakundschafter. Keine große Bedrohung. Sorry, Bubi. Aber irgendwie. Der Vier. Egal. Einfach weitersuchen. Wer sucht, der findet. Ich habe auf jeden Fall diesen schönen Morrowind-Main-Team gefunden. Der gehört jetzt mir. Ja. Finderlohn. Aber dafür haben diese 1000 Kreaturen des Bösen mir jetzt den Film geklaut. Böse. Hier ist irgendwie Nebel gerade. Ist wie in Silent Hill oder wie? Morrowind's Silent Hill Edition. Hatten wir doch schon mal. Ach, egal. Was soll das denn nur? Mal ehrlich, was soll das? Das ist schon wieder so eine Kreatur des Bösen. Edgebulle, bleibst du da hinten? Du Kreatur des Bösen. Du Kreatur des Bösen! Ist doch gar keine Netschfarm! Wie ist es dann? Bulle und hier zwei Kühe. Ich verstehe es nicht. Und da ist ein Klippenläufer. Das ist noch eine Netzkuh. Ach je. Und hier sind Mana-Tränke. Ich müsste mir bald mal wieder welche kaufen. Und das ist eine Gruft. Hallo Klippenläufer. Wie du einfach da beim Schwang hängen bleibst und die Kuh ist irgendwohin abgehauen. Arenim-Gruft. Bla bla. Was haben wir denn hier so Schönes drinne? Bim, bim, bim. Ja, stimmt, da draußen mein Klippenläufer. Also, kein Wunder, dass meine Levitation weggeht. Und hallo. Ja, bitte. Was wollt ihr? Satyana.